von da kenne ich. Da sind wir da hinten raufgefahren. Jetzt sind wir von da hergekommen. Jetzt geht es wieder auf Welsford rauf. Wir sind auf 22 Meter. Das heisst, für jetzt kann es wirklich schön wieder da rauf gehen. Und da haben wir das letzte Mal eine Platte gewechselt. Beziehungsweise die Platte und den Schlauch gewechselt. Heute ist im Moment noch schöneres Wetter, aber es kommt schon noch. Es hat zwar schon mal gepisst, das heisst, es ist noch ein neuseeländischer Tag, aber es hat nur einmal gepisst. Es muss schon ein paar Mal mehr gepisst kommen. Ne? So, das ist Welsford, wo wir vor ein paar Wochen vorher mal zeltet haben. Und jetzt ist aber das Wetter im Moment. Ich versuche jetzt weiter zu gehen. Das geht zuerst in die Tür rauf. Ciao, Welsford. Au! Und wieder typisch Neuseeland. Fahre gerade Sack steil darauf, fast senkrecht und rüberhängend. Und klar, mein Vordermotor macht natürlich genau jetzt schlapp. Super, bravo, wunderbar! Richtiger Zeitpunkt gewählt, super, bravo! Das ist schön, das macht das Leben schön und super und wunderbar! Wieso das eigentlich nicht gerade pisst, das ist ein anderes Wunder. Also, Vordermotor. Ich mal wieder am Hang, kann es wieder mal aufziehen. Geil, hä? Schön. Prozent. Dann schreiben sie natürlich nur oben an, nicht unten, wo man raufgeht, oder? Nein, das könnte ja geschockt werden, oder? 12% geht mit dem Hintermotor nicht. Das muss ich mit dem Vordermotor machen. Und der ist natürlich so nett und schaltet aus. Oh, schöne Landschaft wenigstens. Hure hübsch. Schön. Die Strasse könnte man auch ein bisschen weiter unten durchführen. Ein bisschen flacher. Aber nein, es geht nicht. Neuseeland, die könnten es nicht. Die müssen einfach einen Hügel, oh ja, gerade gut fahren bis zum Hügel und dann steil Sack fahre gerade rauf. 12%. Minimum. So, von da sind wir schon gesehen. Fahren wir die Straße wieder retour. Bis auf Auckland. Jetzt sind wir über Coatesville Rivershead Highway. Wieder zurückkommen. So, jetzt sind wir wieder zurück auf dem Veloweg bei Auckland und fahren zurück nach Auckland. Weit hinten ist wieder Auckland, CBD von Auckland. Da haben wir die Harbour Bridge irgendwo und Rangitoto hinten dran. Aber zuerst machen wir mal Mittagessen, ja? Wir kommen wieder, also müssen wir gehen, bevor es nicht voll komplett zuschifft. Hoffen wir schaffen es noch vorher zurück. Es sind 8 Kilometer zurück zum Backpacks.